falls ihr gerne mal bei MixelPixel mitspielen wollt, könnt ihr gerne unter der Server-IP play.mixelpixel.net dem Server beitreten. Ich wünsche euch viel Spaß. Tschüss! Ihr habt euch eine weitere Folge gewünscht, ihr kriegt eine weitere Folge. Wir sind hier gerade in der Stadt Berlin, das ist eine ganz tolle Sache, hier auf diesem Server mit ganz vielen von euch, die tatsächlich aus der letzten Folge hier auf dem Server draufgekommen sind und sich auch bereit dazu entschieden haben, den Troll anzunehmen. Meine werten Damen und Herren, heute werden wir wieder jemanden suchen auf diesem Grundstücksserver, aber davor werden wir natürlich unsere tägliche Belohnung abholen. Easy going, mal gucken, was ich kriege. Ich kriege eine einzahlbare Münze. 50 Münzen. Gar nicht mal so schlecht. So, dann haben wir hier nochmal ein paar Kits. Ein Kit kann ich mir auch tatsächlich abholen. Und mal gucken. Ich werde wahrscheinlich alles, was ich hier bekommen habe, in die Community-Kiste reinlegen. So, das heißt, falls ihr es haben wollt, holt es euch gerne ab. Und vergesst auf jeden Fall nicht, für den Server zu voten, denn das ist eine gute Sache und bringt den Server weiter. Und es gibt viele Geschenke dafür. So, meine werten Damen und Herren, wir suchen uns natürlich wieder ein neues Opfer. Machen uns jetzt erstmal wieder unsichtbar, damit uns keiner sehen kann. Das heißt also, plupp, machen wir den hier und sind jetzt erstmal unsichtbar. Und werden jetzt erstmal jemanden suchen, wo wir uns hin teleportieren können. Zum Beispiel der Benny Eckert. Mal gucken, was der gerade macht. Was? Oh. Der steht ja gerade in einer komischen Position. Wenn ich gemein wäre, dann könnte ich jetzt blub, blub. Hä? Guck, der guckt sich so um und denkt sich so, hä? Was ist denn jetzt gerade passiert? Okay, ich würde mal sagen, wir lassen den mal fahren. Pass auf, ich habe eine Idee, was ich mache. Ich bin einfach so lieb und nett und ich baue ihm einfach wieder eine Leiter hier hin. So, jetzt baue ich ihm hier wieder eine Leiter hin und jetzt geht er wieder hoch. So, okay, alles easy. Jetzt kann er sich hier wieder hinmachen. Genau, ah, der versucht sich da, ach, der traut mir sogar nicht mehr. Und, oh nein, er ist gestorben. Oh nein, der arme Benny, es tut mir so leid. Na gut, okay, der erste von uns, den wir getrollt haben, ist jetzt leider gestorben. Okay, dann lass mal weiter gucken, was wir hier noch so finden. Wir haben hier den Charlie Kaputt. Mal gucken, wer Charlie Kaputt ist. Ach, der ist gerade erst am Aufbau von seinem Haus. Okay, da gibt es wahrscheinlich gerade noch nicht so viel zu trollen. Oh, der hat mein Block gesehen. Oh nein, ich bin raus, tut mir leid. Okay, TP, mal gucken, ob wir hier was haben. Was ist denn hier? Was wird denn hier gerade gebaut? Das ist eine sehr, was ist das hier für ein Haus? Alter, ist das gelb hier? Warum, was ist das hier für ein Haus? Oh mein Gott, was ist, okay, warte mal, kann ich eigentlich Time Set Day machen, funktioniert das? Ah ne, Time 20.000, kann ich das machen? Ne, Zeitgesetzte 20.000, ne, Time 10, 100, perfekt, 100 ist gut. Okay, verkaufe Hose. Ah, der verkauft Hosen, aber nicht in einem richtigen Shop oder sowas. Mein User Shop, der verkauft Dreck und Diamanten. Aber hä? Der verkauft das nicht in einem richtigen Shop, sondern das ist ohne das Shop-System. Oh nein. Also der hat sogar ein gelbes Bett. Der hat ja alles in gelb. Was ist das denn für ein Typ? Okay, warte mal, lass mal kurz gucken. Was baut der denn hier unten? Ich glaube, das ist tatsächlich jemanden, den wir mal vielleicht kennenlernen könnten. Warte mal, ich trinke mal eine Milch und gehe einfach mal runter und frage ihn mal einfach, wie es ihm geht. Jetzt gehen wir einfach mal sichtbar dahin und werden ihn einfach mal fragen, was dieser gelb verrückte Typ hier eigentlich die ganze Zeit so macht. So. Er baut diesen Keller, ganz schön komisch, und wir müssen immer fragen, was der so davon hat. Oh, jetzt schwimmt der da unten irgendwie im Wasser. Hä, der macht da irgendwie Cobblestone. Okay, gut, wir schauen uns das mal einfach an. Ich gebe jetzt einfach mal das Trollmenü wieder ein und werde den einfach mal hier rein hinzufügen. Damit können wir jetzt direkt mit ihm schreiben. So, und sind direkt mit ihm verbunden. Hallo? So, und wir werden einfach mal gucken, was hier so abgeht. Hi, hallo, ich bin dein neuer Nachbar. Wie geht's? Hi! Das ist ja ein echt komischer Typ. Warum arbeitest du so viel mit Lava? Der hat mir 5 gelbe Wolle einfach gegeben. Danke. Gut, danke für die Wolle. Ja, warte mal. Was baust du hier für einen Keller? Wofür ist der? Beziehungsweise, wofür ist der? Warum sind hier immer so gelbe Blöcke einfach? Oh mein Gott. Was haben wir da? Ja, ich baue einen Keller. Und was machst du dann, mit dem gelben, Keller?
Was macht der? Der hat hier irgendwie Obsidian und irgendwie mit irgendwelchen Sachen macht er das hier. Okay, das ist ganz schön interessant. Okay, pass auf. Ich hab ne gute Idee, was ich ihm anbieten kann. Sieht cool aus. Pass auf. Ich bin kein normaler Spieler. Ich bin ein Zauberer. Pass auf. Wenn du nach oben gehst und dreimal auf deinem Bett rumspringst, wirst du das Bett auf dem Kopf tragen. So, ich glaub dir das nicht. Doch, probiere es. Also der baut sein Bett ab. Jetzt springen. Dreimal. Zack. Guck, es hat funktioniert. Jetzt hat er halt echt so ein Bett auf dem Kopf. Alter! Wie geht das denn? Naja, ich habe hier Zauberkräfte auf dem Server. Pass auf, ich kann dir auch dein Haus verschönern. Was ist deine Lieblingsfarbe neben Blau? Gelb meine ich. Neben Gelb. Gelb. Er hat Gelb geschrieben. Nein, nein. Deine Lieblingsfarbe nach Gelb. Nicht. Okay. Ach so. Ja. Welche? So, weil dann können wir mal kurz gucken, dass wir vielleicht sein Haus umfärben. Ja, grün. Okay. Wollen wir ein wenig dein Haus verschönern? Pass auf, ich habe eine gute Idee. Erstmal müssen wir sein Vertrauen gewinnen, okay? Wir müssen sein Vertrauen erstmal gewinnen. So, so, so. Der checkt eh nicht, dass ich fliegen kann. So, so, so. So, machen wir hier Position 2. Kaufst du eine Hose bei mir? Ja, okay. Ich kaufe gleich eine. Verkaufe Hosen. Ich kaufe mir gleich eine Hose bei ihm. Warte mal, wie kann ich das machen? Replace Wood zu Minecraft und dann unterstrich Wool. Ja, es hat funktioniert. Ich sehe nichts, das lässt. Doch, hier. Schau mal. Alter. Siehst du? Ich bin ein echter Zauberer. Wie hast du das gemacht? Ich habe hier so viel gespielt, dass ich jetzt einfach Zauberer bin. So, okay, pass auf. Was willst du für eine Hose? Was willst du für eine Hose haben? wie viel? Ich will das auch können. Ja, ich zeig dir das gleich. Wie viel willst du für eine Hose? Gib mir 100 Münzen für eine Hose. Okay, für eine. Okay, das heißt, wie ging das? Pay, Bloop and Blob, 100. So, versendet 100 Münzen an Bloop and Blob. Und jetzt kann ich mir eine Hose kaufen. Ich nehme die grüne. So, eine gute alte grüne Hose. Okay, perfekt. Alles klar. Jetzt habe ich Danke für den Deal. So, aber jetzt schlage ich ihm auch mal einen Deal vor. Hey. Pass mal auf. Soll ich deinen Keller verzaubern, so, dass du den Besten auf dem gesamten Server hast? Wenn du das machst, wärst du der beste Freund. Oh, hast du Skype? Ja, später. Pass auf. Ich kann dir einen Keller machen. Aber dafür musst du mir was holen von deinen Nachbarn. Ich brauche Materialien dafür. Was denn? Pass auf, warte, komm mit. Wo kann man sich vielleicht was holen? Wir brauchen da hinten ist, glaube ich, sogar jemand online. Ist das nicht verboten? Das ist nur ein Zaubertrick. Keine Angst. So, komm mit. Ja, dann okay. Oh Gott, wem gehört denn das Grundstück? Warte hier draußen. Warte hier draußen. Ich gehe mal kurz in den Game Mode 3.
Und dieses Grundstück gehört Rifki und der ist sogar zu Hause. Ah ja, was hat er hier? Shop oben. Oh mein Gott, der hat hier... Alter, wie bist du plötzlich verschwunden? Wie krass. Psst. Sei leise. Was verkauft er hier? Zuckerrohr, Diamant. Alter, der hat auch so komische Shops. Okay, okay, okay. Oh mein Gott, der hat einen Shop, wo man was klauen kann. Okay, perfekt, perfekt. Game Mode 1. Okay. Komm her. So, der eine Typ wird jetzt wahrscheinlich... Ich muss den auch in den Chat gleich mit einbauen, aber erst, wenn wir hier fertig sind. Sieht der uns nicht? Nein. Pass auf. Du gehst da jetzt rein und versuchst dem Nachbar etwas... Also, und du leihst dir ein paar Sachen für deinen Keller. Versprichst du mir, dass ich dann den besten Keller habe? Bitte. Ja, wirst du. okay. Oh mein Gott, oh mein Gott, okay. Okay, weiter. Okay, 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 okay. Okay, warte. Oben musst du jetzt paar Sachen aus den Kisten klauen. oh mein Gott, was macht der da unten? Okay, der eine ist da immer noch an der Kiste. Der macht da, sortiert wahrscheinlich gerade. Ich bin jetzt oben. Ja, ich sehe das. Okay, bring mir einen Iron. 10 Steaks. 2 Kaktus. Und dann am Ende nochmal, wenn du fertig bist, noch 10 Steaks, eine Melone, nee. Ein Diamant wäre, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Okay, und einen Diamanten. Am besten 3. Oh. Verstecken. Oh mein Gott, der eine Typ ist einfach hochgekommen und der Typ von uns mit seinem Bett auf... Oh mein Gott, der geht wieder runter. Was? Okay. Alles safe. Okay. Hol den letzten Diamanten und dann runter. Dann kriegst du einen Keller. Okay, ich werde jetzt den anderen auch mal zum Troll hinzufügen, damit wir mit dem schreiben können. Weil der wird wahrscheinlich gleich irgendwie was mitbekommen. Okay, warte, jetzt muss ich mit Message schreiben. MSG, Bloop and Blob. Okay, jetzt musst du runter. der wird dich schon nicht erwischen. Mal gucken, wie sieht das jetzt aus? Der eine Typ ist da, der andere ist da, der andere ist immer noch an seiner Kiste. Okay, und jetzt einfach wieder Message. Los, warte mal. Los! Oh mein Gott, okay, alles klar. Oh, hey! Oh mein Gott. Was passiert jetzt? Was machst du da? Oh, jetzt wurden die irgendwie miteinander gefunden. Bloop and Blob! Der rennt gerade die ganze Zeit weg. Was? Hä, warum jagt er den jetzt? Oh mein Gott, wisst ihr, was richtig witzig ist? Der schlägt ihn gerade und es ist kein PvP online. Aber ich glaube, wir können mit Region Settings, können wir sogar einschalten, dass hier PvP aktiviert ist. Guck mal, jetzt kann er den sogar verprügeln. Oh mein Gott, Bloop and Blob wird einfach getötet. Bloop and Blob wird einfach getötet. Nein, Alter. Du Blöder! Oh oh! Ja, so wie es aussieht, gehen tatsächlich klauende Geschichten nie für den aus, der tatsächlich beklaut wird. Ja, das bin ich, der gute alte Aerosul. Und das war jetzt gerade... Oh, wir haben noch eine Plot-Einladung bekommen. Ich habe alles gemacht, was du wolltest. Ja, aber du hast es nicht geschafft. Okay, das war eine sehr interessante Folge. Wir haben wahrscheinlich irgendwie heute einen kleinen Diebstahl mitbekommen. Und da wurde tatsächlich gerade der Nachbar vom anderen Nachbarn gekillt. Ja, das ist natürlich eine traurige Sache. Aber ich hoffe auf jeden Fall, dass die heutige Folge euch gefallen hat. Falls ja, lasst einen Daumen nach oben da. Das war ein sehr interessanter Klau. Und ja, falls ihr gerne hier auf dem Server mitspielen wollt, geht unter www.mixelpixel.net. Könnt ihr gerne die Server-IP rausholen. Ansonsten ist die Server-IP nochmal in der Beschreibung. Und nochmal natürlich in den Kommentaren nochmal da, sodass ihr auf den Server kommen könnt und mitspielen könnt. Hekamus, ich wurde reingelegt, hilf mir. Oh, ich habe das Gefühl, ich muss hier ganz schnell weg. Okay, Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, Leute. Ciao!